Die Grundidee ist die, wir haben vorgestern das Deserteursdenkmal wurde eröffnet und wir haben da sehr gespannt der Rede vom Herrn Bundespräsidenten und vom Herrn Kulturminister und von vielen wichtigen Menschen gelauscht. Und ich glaube auch der Bürgermeister hat uns angeraten, dieses Denkmal möge der Brennpunkt des zivilen Ungehorsams sein. Wir wollten ursprünglich eine Kundgebung machen an dem Platz und dort ein kleines Konzert aus unserem aktuellen Programm machen. Das wurde uns untersagt, weil wir die Prager Militärmusikkapelle stören würden, weil dort so viele Menschen angestellt sind, dass unmöglich Platz ist für uns, dort irgendwie zu stehen und zu singen. Und ich glaube, es gab noch einen Grund, ja, dass für unsere Sicherheit und Leib und Leben nicht gesorgt werden könnte dort, weil es könnten auch die Vermummten irgendwelche auftauchen und uns gefährden. Und jetzt ist dann die Idee aufgetaucht im Chor, machen wir einen kleinen Flashmob, nutzen wir die Gelegenheit des Nationalfeiertags, wo parallel Kriegsgerät zur Schau gestellt wird, nutzen wir es, um auch derer zu gedenken, die die Republik tatsächlich verteidigt haben und aber auch zum Teil auch keine Chance hatten. No more war, no more war, no more war. Bring the soldiers home, bring them home, bring them home. No more war, no more war.